So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen hier gemeinsam mit Tickmill. Heute am Donnerstag, den 8. August 2019. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Ich hoffe, dass das Bild klar und deutlich übertragen wird. So einen leichten, ich glaube im Englischsprachigen heißt das Blur-Schimmer, habe ich hier auf jeden Fall im Stream auf Facebook. Das überrascht ein bisschen, ehrlich gesagt, weil sonst ist eigentlich alles ganz glasklar. Na, gucken, vielleicht vergeht das gleich wieder. Vielleicht verschwindet das mit ein paar Sekunden. Ja, wir wollen natürlich einen Blick werfen auf die neuesten Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Und wir haben jetzt keine neuen Fakten geliefert bekommen, ehrlich gesprochen. Also sprich, einzige Fakt, der geliefert worden ist, ist jener, dass das erste Mal seit 11 Jahren, also seit dem Jahr 2008, seit der Finanzkrise, seitens der chinesischen Notenbank dem chinesischen Yuan erlaubt wurde, oberhalb von 7 zu... falsch formuliert. Nicht erlaubt wurde, sondern das erste Mal das Wechselkursverhältnis chinesischer oder US-Dollar zum chinesischen Yuan oberhalb der psychologischen Marke von 7 festgelegt oder fixiert wurde. So muss man das formulieren. Erlaubt, dass darüber handelt, wurde schon seit Montag. Und nichtsdestotrotz ist das etwas, was zumindest aktuell keine großen massiven Schwankungen nach sich zieht an den Finanzmärkten derzeit. Also der DAX schafft es tatsächlich, diese Gegenbewegung einzuleiten, von der ich sprach, auch wenn der Handel in diesem Zusammenhang verhältnismäßig volatil abläuft. Aber aktuell schauen wir uns zunächst einmal den Bereich um die Wochenhochs an. Ungefähr 11.830 Punkte, werfen wir gleich natürlich einen Blick drauf. Nichtsdestotrotz, da kommen dann jetzt einige Spekulationen hoch, einige Gedanken, die ich mir gemacht habe, auch vor dem Hintergrund der jetzt über Nacht veröffentlichten Zahlen zur Handelsbilanz aus China, Import, Export. Erstaunliches Ergebnis, ehrlich gesagt, und wie gesagt, lässt Raum für Spekulationen, die ich euch gleich eben gerne mitteilen würde, wie ich die Situation dort jetzt sehe. Bevor wir allerdings beginnen, natürlich wie gewohnt, der Blick auf den Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet und Tickmill bietet keine Finanzberatung an. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar und sind auch keinerlei Anlageberatung oder sonst dergleichen. Das sind jetzt die ersten zwei Sätze des Risikohinweises, den kompletten, vollständigen Risikohinweis auf der Webseite von Tickmill dann einsehbar. Und in der nächsten Slide, wusch, sehen wir dann hier den Wirtschaftsdatenkalender, den ich ausgeschnitten habe von der Webseite von Tickmill. Und wo wir hier sehen, die Events des heutigen Tages, in Summe verhältnismäßig dünn, kann man das hier erkennen. Also wir sehen, da kommen zwar ein paar Zahlen aus den USA, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe beispielsweise, wobei ich zum Beispiel persönlich nicht denke, dass der Impact wirklich hoch ist, so wie er hier gekennzeichnet wird, sondern wahrscheinlich eher so ein Mitläuferprodukt ist einfach. Wenn man jetzt sich vor Augen führt, dass wir vor einer Woche, beziehungsweise vor 6 Tagen waren es, also vergangenen Freitag, am 2., haben wir hier ja die Non-Farm Payrolls zum Beispiel veröffentlicht sehen und haben auch gesehen, die haben keinerlei wirkliche Signifikanz eben auf den Weg gebracht oder stärkere Kursbewegung auf den Weg gebracht. Warum ist das herausstellbar? Das ist deswegen herausstellbar, weil im Gegensatz zu diesen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die auf Wochenbasis veröffentlicht werden, werden die Non-Farm Payrolls einmal im Monat veröffentlicht. Und durch diese Distanz, ja, ein Monatsbericht gegenüber einem auf wöchentlich erscheinenden Arbeitsmarktbericht, haben wir einfach mal die Gegebenheit, dass natürlich der Streufaktor hier bei den Non-Farm Payrolls wesentlich größer ist und wesentlich mehr Überraschungspotenzial beinhaltet. Und da schon die Reaktion auf die Non-Farm Payrolls verhältnismäßig unspektakulär war, ist das jetzt auch in diesem Fall so, dass wahrscheinlich die Erstanträge hier wenig Volatilität begünstigen dürfen. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Interessanterweise sind nämlich diese Zahlen hier, die bereits done sind, also die bereits veröffentlicht worden sind, aus China, die sind wirklich interessant, ehrlich gesprochen. Und ganz besonders hier der Bereich Export, also heute Morgen die Handelsbilanz, die setzt sich ja zusammen aus der Differenz zwischen den Exporten zu den Importen. Und du hast ein Handelsbilanzdefizit, wenn du mehr importierst, als du exportierst, und einen Handelsbilanzüberschuss, wenn du mehr exportierst, als du importierst. Und nun ist bekannt, dass China eben ein klassisches Exportland ist, also mehr exportiert, als es importiert, deswegen auch die Handelszölle, die dort von Donald Trump kommuniziert worden sind. Einer der Hauptabnehmer eben chinesischer Güter sind die USA. So, und jetzt sehen wir in diesem Zusammenhang hier, Previous, das war der vorherige Datensatz, minus 1,3 bei den Exporten. Erwartet wurde er infolge des Handelskonfliktes logischerweise sogar schwächer als erwartet, bei minus 2%. Und jetzt die Überraschung,
Aktuell wird die Zahl veröffentlicht bei 3,3%. Das heißt also deutlich oberhalb der Erwartung, deutlich im positiven Territorium. Zeitgleich die Importe, die sind hier allerdings, muss man das auch herausstellen, eher kleiner geworden. Das bedeutet also etwas anders formuliert. Wir waren vorher bei minus 7,3. Es wurde jetzt erwartet minus 8,3%. Und wir haben jetzt hier einen Rückgang gesehen um minus 5,6%. Oh, Verzeihung, das ist natürlich Quatsch. Ich habe jetzt das negative Vorzeichen berücksichtigt. Das ist natürlich insgesamt ein positiverer Aspekt, ganz genau, weil mehr Güter importiert worden sind als erwartet. Also die Erwartung war, dass wir mit minus 8,3% veröffentlicht werden, dass die Importe um 8,3% zurückgehen, aber dass wir eben hier minus 5,6% zwar einen Rückgang gesehen haben, aber der ist eben wesentlich kleiner gewesen, als das ursprünglich erwartet wurde. Warum ist das erwähnenswert? Das hat damit zu tun, weil China natürlich auch ein Abnehmer ist. Kommen wir zurück zu der Betrachtung für gestern, für zum Beispiel Neuseeland oder auch den für Australien. Das sind ja Volkswirtschaften, ganz besonders Australien im Bereich Hard Commodities, wo wir mit China einen sehr, sehr großen Abnehmer, zum Beispiel von Eisenerz, welches in Australien abgebaut wird, eben empfinden. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich so, dass jeglicher geringere Rückgang hier der Importe darauf hindeutet, dass trotzdem eine verhältnismäßig hohe Nachfrage Chinas nach diesen Gütern stattfindet. Ganz besonders eben in Schwellenländern und dass da keinerlei größere Turbulenzen eben dann zu erwarten sind tatsächlich. Also in Summe ist das erstmal aus der Importperspektive ein positives Signal. Parallel dazu bleibt aber weiterhin dieses, ich nenne es jetzt mal Damoklesschwert, was über diesen Entwicklungen hier in zum Beispiel dann Schwellenländern oder auch in sogenannten Rohstoffländern oder über den Rohstoff primär sich solide präsentierenden Ländern oder auf den Rohstoffsektor fokussierten Volkswirtschaften, zum Beispiel Australien, was da natürlich eine Welle gemacht haben dürfte, immer noch auch nachwirkt und was ein großer, großer warnender Zeigefinger ist, der dort nach oben geht. Diese überraschende Zinssenkung der neuseeländischen Notenbank gestern um 50 Basispunkte. Wir haben durch die Bank weg gestern eigentlich Zinssenkungen zu sehen bekommen. Aus Ländern, zum Beispiel Thailand, hat auch überraschenderweise zum Beispiel den Leitzins gesenkt. Das ist jetzt für die Volkswirtschaft, globalen Entwicklungen, also Weltwirtschaft, ist das nicht eine riesengroße Auswirkung, die das hat, aber es zeichnet sich eine relativ deutliche Tendenz ab. Dieser sehr, sehr dovische Unterton, also ganz besonders vielleicht der Neuseeländer vorweg, weil die als verhältnismäßig antizipatorisch eigentlich immer agieren. Also die sind im Zusammenhang mit der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung, sowohl in ihrem Land als aber auch global, immer haben eine Vorreiterstellung. Und wenn man sich betrachtet, dass in Neuseeland eigentlich die Wirtschaft verhältnismäßig solide läuft aktuell, also wir haben anders als in Australien zum Beispiel stabile Inflation, wir haben einen stabilen Häusermarkt, wir haben stabile Löhne oder beziehungsweise eine stabile Situation am Arbeitsmarkt generell, auch hinsichtlich des Lohnwachstums, was dort stattfindet. Das sind alles Faktoren, die es in Australien so in der Form nicht gibt. Und Australien hat bereits im Juni, Juli den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Das Neuseeland jetzt trotz dieser fundamental wirklich soliden Situation, in der sich dieses Land wiederfindet, den Leitzins um 50 Basispunkte senkt, ist eine ganz klare Reaktion darauf, dass man hier dunkle Wolken am Horizont eben aufziehen sieht und dass das eine Antizipation eines global konjunkturellen Abschwungs eben tatsächlich ist. Und das sollte nicht unterschätzt werden, was eben zeigt, dass trotz jetzt vielleicht kurzfristig mal positiver Zahlen aus China, besonders im Handelsbereich eben hier, die Situation weiter sehr, sehr angespannt ist. Ganz zu schweigen von der Tatsache meines Erachtens, dass wir hier eventuell auch eine eventuell bewusste Manipulation seitens China sehen. Also das ist keine unabhängige Agentur, die das jetzt hier veröffentlicht hat, sondern das ist von China selbst veröffentlicht worden. Es ist sowieso immer so ein fader Beigeschmack über viele Jahre hinweg gewesen, dass die Zahlen zum Wirtschaftswachstum aus China immer ein bisschen geschönt waren. Und dieser schwingt natürlich jetzt bei dieser Überlegung mit. Ja, schwierig haltbar, schwierig zu beweisen, aber nichtsdestotrotz ist das von diversen Stellen eben tatsächlich auch so kolportiert worden und auch gesehen worden. Ja, Bestätigung meines Wissens nach gab es jetzt nicht, aber greifen wir einfach mal den Gedanken auf, dass diese Zahlen jetzt eventuell auch geschönt sind, besonders im Hinsicht des Exports. Was könnte die Motivation sein hier von China bezüglich dieser Zahl, so ein bisschen ja,
die Wahrheit neu zu erfinden, sagen wir es mal so. Nun, das hat relativ einfache Gründe meines Erachtens nach. Und dazu blicken wir jetzt mal hier auf die Charts, auf den Dollar-Yuan auf Tagesbasis, der sich weiterhin verhältnismäßig stabil präsentiert. China hat zu Beginn der Woche dem chinesischen Yuan erlaubt, das erste Mal seit 11 Jahren über 7 zum US-Dollar zu an oder US-Dollar chinesischer Yuan, dass der über 7 gelaufen ist. Wir haben gestern auch in diversen Ausführungen ja gezeigt, das hatte ich ja dargelegt gehabt von diesem Vermögensverwalter aus Finnland oder dieser großen Investmentbank, die dort eben tätig ist, dass dort diverse Faktoren darauf hindeuten, dass die Chinesen eben jetzt den Markt haben einfach, sich den Marktkräften gebeugt haben, was sie halt die letzten 2 Jahre nicht getan haben und dass der Markt hier diesen Push initiiert hat. Es ist nicht die Abwertung der Chinesen war, sondern dass einfach die Chinesen ihren Interventionen und dem Deckeln des Wechselkursverhältnisses Dollar-Yuan auf 7 eben dort aus dem Weg getreten sind. Der Grund, warum China das ja getan hat, oder auch die Motivation, weswegen China hier diese Deckelung vorgenommen hat, die haben wir diverse Male auch in der Vergangenheit gesehen. Zum Beispiel die Turbulenzen, die wir gesehen haben im August 2015, als es dort damals zum Platzen dieser Blase im Shanghai Composite zum Beispiel kam, am Aktienmarkt. Da gab es zuvor einen massiven Run. Es gab einen ähnlich parabolischen Kursanstieg wie zum Beispiel in Bitcoin. Das kann man heute ja alles nachvollziehen. Und wir haben damals eben infolge dieser Verwerfungen am chinesischen Finanzplatz massivste Kapitalabflüsse gesehen. China hat reagiert und hat damals massiv US-Dollar verkauft, ausgehend von ihrem großen Bestand an Fremdwährungsreserven, die sie über die Jahre durch das Fahren ihres Handelsbilanzüberschusses, besonders gegenüber den USA, eben akkumuliert haben und hat auf diesem Weg eben den chinesischen Yuan stabilisiert. Das hatten wir gestern auch gezeigt. Wir hatten gezeigt, oder beziehungsweise die Aussage wurde getroffen, gezeigt hatten wir es, glaube ich, nicht, dass eben China, sollten wir uns in den Bereich dieser psychologischen Schwelle bewegen, dass wir eigentlich immer am oberen Ende dieses Korridors, dass wir dort dann im Grunde genommen sehen, dass China interveniert ist und versucht hat, irgendwie den chinesischen Yuan zu stärken. Die Motivation dahinter ist relativ, meiner Meinung nach, einfach, möchte ich fast schon sagen. Der Wechselkurs oder beziehungsweise das Kursverhältnis oder die Währung eines Landes, man könnte sie auch bezeichnen als die Aktie eines Landes. Und wenn es zu einer Abwertung der Aktie kommt, dann bedeutet das etwas, oder eine Abwertung der Währung kommt, dann bedeutet das etwas anders, dass es um die Volkswirtschaft, die als Aktienkurs mehr oder minder dann so herbeigeführt wird oder wo man eben sagt, der Kurs der Währung gibt im Grunde genommen den Kurs der Wirtschaft wieder, dass eine Abwertung dazu veranlasst zu sagen, okay, dann geht es der Wirtschaft offensichtlich in China nicht besonders gut. Und jetzt ist es eben tatsächlich dann so, wenn jetzt diese Abwertung des chinesischen Yuan herbeigeführt wird, und eventuell sogar unkontrolliert stattfindet. Ja, die Marktkräfte hier, auch wenn man sich den beugt und wenn man in gewisser Form sich gezwungen sieht seitens Chinas, eine Aktion jetzt auch mal gegenüber Donald Trump in diesem Handelskonflikt zu fahren, dass man dann aber dennoch versucht, irgendwie eine unkontrollierte Abwertung des chinesischen Yuan einzudämmen, und jetzt kommt der nächste Punkt, um nämlich massivste Kapitalabflüsse aus China selbst einzudämmen. Wir hatten, das war im Jahr 2015 der Fall zumindest, auch im Immobilienbereich ganz besonders, wir hatten einen massiv aufgeblähten Graukreditmarkt, der sich dort etabliert hat. Und infolge der damaligen Abwertung des chinesischen Yuan und dieses Spikes auch im Zinsbereich ist dort wie heißt das, Zahlungsausfällen eben tatsächlich gekommen ist. Und dass dadurch natürlich die chinesische Wirtschaft massiven, auch potenziellen Schaden eben erlitten hat. Und das versucht man einzudämmen. Und wie schaffe ich das einzudämmen? Einerseits, oder beziehungsweise wie schaffe ich es jetzt auch dieser massiven Abwertung des chinesischen Yuan, der potenziell bevorsteht, nachdem wir jetzt über die 7er-Marke gependelt sind, wie schaffe ich das eben einzudämmen? Beispielsweise, indem ich schöne Zahlen veröffentliche, geschönte Zahlen, so nenne ich sie mal, veröffentliche hinsichtlich des Exports. Also der chinesische Export ist trotz der Importzölle weiterhin solide unterwegs, auch wenn es schwer vorstellbar scheint, aber es ist einfach so, wir haben weiterhin relativ solide Zahlen, die wir hier veröffentlichen können und das sorgt natürlich erst auch mal für weitere Beruhigung in dieser Perspektive und sorgt dafür, dass es eben nicht zu einer unkontrollierten Abwertung des chinesischen Yuan kommt und zu einer Beschleunigung auf der Oberseite dann in Richtung der gestern schon thematisierten Region um 7,30, eventuell 7,50. Nichtsdestotrotz, und jetzt kommt nämlich genau der Punkt bei der ganzen Sache, Donald Trump wird diese Entwicklung wahrnehmen.
Und wenn er sie nicht wahrnimmt, dann wird sie eventuell irgendein Wirtschaftsberater in irgendeiner Form wahrnehmen. Und Fakt ist einfach mal, Donald Trump hat auch andere Informationen. Also die Hauptmotivation seines Treibens, auch der Implementierung jetzt neuer Importzölle, letzte Woche auf 10% nochmal auf zusätzliche chinesische Güter, also Gegenwert von 300 Milliarden chinesischer Güter Gegenwert ab September. Das war ja ein Resultat auf die Notenbankentscheidung der Fed vor eben einer Woche, also beziehungsweise einer Woche und einem Tag, letzte Woche Mittwoch war es, dass man dort eben seitens der Fed kommunizierte, wir sind bereit, den Leitzins weiter zu senken, sollte sich die global konjunkturelle Situation weiter deutlich eintrüben. So, darauf hat Trump reagiert und infolgedessen kam es ja zu ersten massiven Schwankungen am Zinsmarkt. Ich will das mal ganz kurz hier nochmal aufgreifen. Also, wir hatten zum Beispiel, na, ich bin ja ein Experte, jetzt habe ich die wichtigste eigentlich nicht aufgemacht. Was heißt die wichtigste? Ich mache das mal kurz auf und schau dann mal parallel, während sich die Seite hier aufbaut, ob sich schon Fragen hier aufgegeben, aufgetan haben. So, einen Augenblick. Nein, Fragen sind noch nicht gekommen. Also, worum es jetzt mir geht, ist nochmal ganz kurz hier aufzugreifen, dass es im Zins, in 10-jährigen Zinsen schon zu einem deutlichen Push unter 10 gekommen ist, eben tatsächlich. 10-year. Komm schon. Deswegen bietet sich das an, das meistens immer vorher zu machen, weil. Okay, fair enough. Lassen wir es einfach. Das ist Quatsch. No results found. 10 year. Okay, ist Quatsch. Ist Quatsch. Wir sind unter 2% gefallen. Wir haben diese Betrachtung von gestern noch im Hinterkopf. Alles gut. Es geht mir nämlich tatsächlich um was ganz anderes. Diese Abwertung ist natürlich auf den Weg gebracht worden, ganz wesentlich durch hier, den Commitment of Traders Report. Ich hatte das schon diverse Male thematisiert, will es auch jetzt nochmal kurz thematisieren. Wir hatten oder haben immer noch eine verhältnismäßig aggressive, fast um 500.000 Kontrakte Netto-Short-Positionierung im T-Note-Future. Der T-Note-Future bildet ja den Anleihekurs ab, also wie unser Bund-Future im Grunde genommen, und ist invers korreliert zur Zinsentwicklung. Also das heißt, etwas anders formuliert, steigt der Anleihekurs, fällt der Zins und umgekehrt. Jetzt ist es interessanterweise seit letztem Jahr Oktober so, dass wir hier infolge der damals aufgebrachten Turbulenzen, die Balance Sheet Reduction, so nannte es die FED, also die Rückführung der aufgeblähten Anleihebilanz, der FED-Bilanz nach den QE-Programmen und dergleichen, dass man eben durch die damals begünstigten Schwankungen, Volatilität am Finanzmarkt, dass man eben gesehen hat, dass eine Nachfrage nach sicheren, klassischen sicheren Häfen wie dem US-T-Note stattgefunden hat, also US-Staatsanleihen nachgefragt worden sind. Interessanterweise hat sich aber hier die Positionierung der Großspekulanten nie signifikant in den Netto-Long-Bereich zurückbewegt, also diese grünfarbene Linie, sondern stattdessen stabilisieren wir uns hier unterhalb, sogar haben in dieser Aufwärtsbewegung sogar noch eine aggressivere Wette abgeschlossen gesehen seitens der Marktteilnehmer, der Großspekulanten, also global makroökonomisch agierender Fonds, CTAs, also Commodity Trading Advisors, Hedgefonds, Vermögensverwalter und dergleichen. Wonach der Zins längerfristig in den USA steigen wird. Das ist eine sehr überraschende Entwicklung, denn das aktuelle Marktumfeld deutet sehr deutlich darauf hin, dass seitens der Fed nicht damit gerechnet werden sollte, dass der Zins weiter steigt, sondern eher, dass er gesenkt wird. Da kommen wir gleich noch zu sprechen, oder beziehungsweise das werde ich gleich noch zeigen. Und jetzt ist es eben so, diese Abwertung im Zins, also dieser fallende deutliche Rutsch unter der 2%-Level und auch das Potenzial, hier weitere Abschläge zu sehen zu bekommen, ist mit Sicherheit der Tatsache geschuldet, dass es hier zu einem sogenannten Short Squeeze jetzt kommt. Also das heißt, die Marktteilnehmer, die den T-Note Future Short sind, müssen eindecken und treiben diese Bewegung, beschleunigen sie nochmal zusätzlich hin oder ergänzend zu den sowieso aufkeimenden Sorgen rund um das global wirtschaftliche Wachstum und dergleichen. So, wenn man das jetzt in Berücksichtigung nimmt, dann wird auch offensichtlich, dass man offensichtlich eine sehr, sehr aggressive Spekulation hier jetzt derzeit vornimmt am Markt, die tatsächlich gestern so absurde Züge angenommen hat, dass sogar der Terminmarkt oder beziehungsweise die Swap-Märkte für den heutigen Tag, also für heute, den 8.8., ein Emergency Rate Cut thematisiert hat seitens der Fed. Das heißt, es wurde eine Wahrscheinlichkeit gesehen von etwas über 10%, dass die Fed heute vor die Presse tritt und sagt, Leute, die Entwicklung der jüngsten Vergangenheit zwingen uns dazu, den Zins nochmal um 25 Basispunkte zu senken. Das hat sich dann allerdings relativ zügig zerschlagen und hat dann auch dazu geführt,
dass wir vielleicht gestern in den Abend hinein, nach kurzzeitig stärkerer Volatilität, zunächst einmal eine Stabilisierung gesehen haben, die sich auch heute noch fortschreibt. Jetzt passiert aber was ganz Interessantes. Denn Trump hat, die mache ich jetzt mal zu, Trump hat recht klar und deutlich kommuniziert, dass er ein Annähern des geldpolitischen Kurses der Fed an zum Beispiel die Geldpolitik der EZB, an die Geldpolitik der chinesischen Notenbank erwartet. Wenn wir jetzt nur mal die EZB als Referenz nehmen, dann liegt der Leitzins hier bei Null. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, wenn Trumps Bestreben wirklich darin liegt, hier darauf zu gehen, die Fed zu vielleicht auch nötigen, darf man den Begriff nutzen, ich weiß es nicht. Aber wenn es wirklich darauf hingeht, dass wir weiter aggressive Zinssenkungen sehen, dann ist das, was gerade der Terminmarkt hier spielt, dieses Fed Watch Tool, eigentlich noch zu wenig. Anders formuliert, wir haben jetzt zwar eine Wahrscheinlichkeit von einer jetzt dann bis Dezember folgenden, von einem Zinssenkungszyklus von jeweils 25 Basispunkten pro Sitzung. Ja, also beginnt hier im September, dass die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinssenkung aktuell bei über 80%, den wird die Fed liefern, davon ist definitiv auszugehen. Es sind zwar noch einen Monat, anderthalb Pi mal Daumen hin, aber in Summe werden wir davon ausgehen dürfen, dass die Fed den Zins hier senken wird. Ein weiterer Zinsschritt wird auf dem Oktober-Meeting Ende Oktober erwartet. Da sind wir auch bei 77%. Da muss man diesen Balken nehmen, plus dann auch hier diesen 12,2% Balken, der zwei Zinssenkungen da thematisiert. Also auch diese wird kommen. Und dann ist es eben so, wir haben dann für den Dezember ebenfalls eine Zinssenkung, die eingepreist wird. Interessanterweise aber nur mit 56%. Die übrigen 44%, die sehen hier eine Zinssenkung seitens der Fed bei Roundabout. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Verzeihung, nein. Interessanterweise, jetzt kommt der Gedanke, Verzeihung, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgewichen. Interessanterweise sieht der Dezember aber ein Beibehalten von nur zwei Zinssenkungen von 56%. Das heißt, aktuell ist eigentlich ein dritter Zinsschritt jetzt nach dem erfolgten vor einer Woche mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als 50% gesehen. Wenn Trump das sieht, dass der Markt das spekuliert. Und wenn Trump auch sieht, das in Kombination setzt mit eben den Spekulationen rund um den Währungskurs oder den chinesischen Yuan manipulierenden chinesischen Regierung, dann ist er eventuell geneigt, aggressiv voranzuschreiten und zu sagen, okay, dann kommt jetzt die nächste Welle von vielleicht rhetorischen Eskalationen, vielleicht auch nochmal, dass wir sagen, 10%, machen wir 25. Ja, warum nicht? Es hat ja offensichtlich nichts gebracht. Die sind ja nicht bereit zu spuren und so zu funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann machen wir einfach aus den letzte Woche Donnerstag angekündigten 10%, machen wir 25%, um einfach hier den Markt auch zu zwingen, diese Spekulationen um weitere aggressive Zinssenkungen eben hier entsprechend dann zu preisen. Und infolgedessen, weil sich natürlich auch die Fed der Stabilität an den Finanzmärkten und der niedrigen Volatilität verschrieben hat, infolgedessen zu sagen, okay, dann müssen wir uns dem Markt beugen und die Zinssenkung eben entsprechend liefern. Wenn diese Überlegung, wenn dieser Logik gefolgt wird, dann muss man sagen, dass das hier eigentlich eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung ist, dass wir aktuell nur mit einer 50-50 Chance einen vierten Zinsschritt im Dezember sehen, also vierten Zinsschritt für 2019 sehen. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung für den Equity-Bereich, denn er beinhaltet massivstes Potenzial, dass es nochmal eine rhetorische Eskalationswelle von Trump via Twitter gibt, die, desto länger er sich jetzt zurückhält in diesem Zusammenhang, jederzeit immer wahrscheinlich erscheint. Und letzte Woche, wir erinnern uns daran, letzte Woche war es plötzlich aus dem Nichts über Twitter eine Kommunikation, die man im Hinterkopf halten sollte. Was wiederum uns natürlich jetzt dann zu den Entwicklungen, hier sind nochmal die Importzahlen und dergleichen für heute, aber die wollen wir jetzt mal hinten runterfallen lassen, was uns natürlich dann auch Rückschlüsse schließen lässt auf die Erwartung im Equity-Bereich, wo wir jetzt drauf blicken wollen. Also wir haben, wie die letzten Tage schon erwartet, wenn auch unter sehr hoher Volatilität, aber wir haben im DAX begonnen, nach dem Unterschreiten letzte Woche zu den Wochenschluss hinein, der 200er EMA-Linie ist es hier, das ist die blaue, haben wir dann den 200er Simple Moving Average angelaufen, also die 200-Tage-Linie, haben auch den unterschritten, aber sind nur kurz unter denen gefallen, haben jetzt eine relativ scharfe Gegenbewegung gesehen. Die hatten wir ja auch so thematisiert. Ich hatte gesagt, aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Sicht scheinen Long-Engagements zu favorisieren. Nichtsdestotrotz will ich nicht sagen, dass es leicht war, das zu traden. Wenn man sich alleine mal die Price-Action des gestrigen Handelstages anguckt, das ist jetzt hier ein 5-Minuten-DAX. Ja, wenn man sich mal anschaut, wir sind gestern zunächst einmal long unterwegs gewesen auf der Oberseite, scheiterten dann in diesem Bereich, den wir gleich auf der Stunde noch thematisieren werden, der auch für heute signifikant ist und den wir jetzt derzeit erstmal zu überwinden scheinen,
Aber wir müssen da erstmal abwarten, was die Kasse dann gleich liefert mit der Eröffnung. Das ist der Bereich so um ungefähr 12, Entschuldigung, 11.730, 750 Punkte. Da scheitern wir, prallen sehr hart ab. Es sieht kurzzeitig danach aus, als wenn wir hier einen Bereich unterschreiten, der kurzfristig meines Erachtens nach durchaus relevant ist, nämlich einen Bereich um 11.550 Punkte, der auch jetzt für den heutigen Handelstag relevant ist. Wenn wir darunter rutschen sollten und die Vola, auch wenn wir jetzt derzeit über 200 Punkte oberhalb des Niveaus handeln, die lässt es auf jeden Fall zu, realistisch, dass wir diesen Bereich attackieren und auch darunter fallen. Den laufen wir an, nur um dann anschließend postwendend mega aggressiv eine Gegenbewegung zu sehen, die uns innerhalb kürzester Zeit wieder in Richtung der Tageshochs führt. Und dieses Reversal, was dann auch vom US-Markt natürlich ganz klar ausging, muss man sagen, das ist etwas, was es natürlich recht verhältnismäßig schwierig macht, mit vor allem engen Stop abgesichert, eng, also soweit der aktuelle Markt es hergibt, mit einem engen Stop oder aggressiven Stop zu arbeiten, sofern das überhaupt zulässt, macht es natürlich relativ schwierig. Aber in Summe bleibt festzuhalten, wir haben die Kursentwicklung eigentlich jetzt so gesehen, wie erwartet. Nichtsdestotrotz, desto länger sich Trump zurückhält und vor dem Hintergrund der gerade geschilderten Überlegung besteht die enorme Gefahr, dass wir nochmal einen massiven Push auf der Unterseite bekommen. Selbst wenn wir uns jetzt erstmal im Bereich der Tageswochenhochs vielleicht stabilisieren können, da gehen wir mal auf die Stunde, da können wir das erkennen. Das ist hier jener Bereich. Am Montag, Moment, 5.8. hier, also über Nacht, da fingen wir ungefähr in diesem Bereich an zu handeln. Wir haben mit einem Gap Down eröffnet. Das heißt also, wir haben unterhalb der Tiefs von letzter Woche Freitag geöffnet, verlaufend ungefähr im Bereich um 11.800, 830 Punkten. Das ist jetzt im Orientierungsbereich auf der Oberseite, oberhalb von 11.750 Punkten, den wir anlaufen sollten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, jederzeit ist wieder mit einer Eskalation zu rechnen, die einen entsprechend scharfen Impuls auf der Unterseite initiieren kann. Und wenn wir die 11.550 unterschreiten, der dann in der Lage ist, eben nochmal sogar den Bereich um 11.250 Punkte in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Den erkennen wir auf der Tagesbasis, wo der herkommt. Das ist hier der Bereich um die Tiefs aus dem März. Also es bedeutet etwas anders. Der Grundmodus bleibt so wie die letzten Tage auch. Zunächst verhalten bullisch, also das heißt, Long-Positionen scheinen derzeit zu favorisieren, aber man sollte jederzeit auf der Hut sein, eben jegliche weitere Eskalation hinsichtlich des Handelskonfliktes über Trump, welcher Tweet auch immer, ist in der Lage hier, den DAX wieder scharf unter Druck zu bringen und dann ganz klar die Short-Seite in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Was technisch der Moment wäre oder der Fall wäre, wenn wir unter die 11.550 rutschen, also jenen Bereich hier, um die Tiefs, die wir gestern in diesem Bereich ausgebildet haben. Das wäre es zum DAX gewesen. Was impliziert das für den Devisenmarkt? Wir hatten gerade Dollar-Yuan schon thematisiert, aber wir wollen natürlich auch noch einen Blick werfen auf den Euro oder auch auf den japanischen Yen ganz besonders. Das bedeutet etwas anders formuliert, dass man hier erstmal bezüglich des Euros weiterhin Vorsicht wehren lassen sollte. Also der japanische Yen bleibt mein Vehikel Nummer 1, so nenne ich es mal. In Zeiten erhöhter Volatilität oder in Zeiten einer erneuten Eskalation hier im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Weil Japan so ein bisschen außen vor scheint. Attacken von Trump könnten sich zügig von China auf Europa ausdehnen. Wir erinnern uns dran, wir hatten auch letzte Woche, interessanterweise ist nie was wirklich bei rausgekommen, aber eine Ankündigung von Trump in Bezug auf den Handel zwischen Europa und den USA, dass sich eben Importzölle auf den Automobilsektor in europäischen ausdehnen, was natürlich ganz besonders Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben dürfte. Infolgedessen ist ganz mit großer Vorsicht hier zu sehen, dass Rückabwicklung von Carry Trades auch weiterhin den Euro begünstigen. Mit der Aussicht nämlich, dass die EZB nächsten Monat dann geldpolitisch massiv liefert und dann auch den Leitzins ins negative Territorium senkt, Neuauflage eines QEs eventuell sogar auf den Weg bringt und dergleichen. Also das sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden, weswegen ich mir Long-Engagements im Euro nicht wirklich zu haben bin. Nichtsdestotrotz, der US-Dollar infolge dieser in Erwartung des Marktes auch sich expansiv präsentierenden Fed und dann vielleicht auch des massiven Einpreisens eines vierten Zinsschrittes durch eine Eskalation des Handelskonfliktes könnte natürlich kurzzeitig dann dazu führen, dass der US-Dollar weiter unter Druck bleibt und dann brauchst du gar nicht mal Euro-Stärke, dann reicht US-Dollar-Schwäche, um hier eine Rückbewegung über oder in den Bereich um und über die 1,13 zu initiieren. Nichtsdestotrotz sollte man, wie gesagt, so ein bisschen auf der Hut sein. Zu favorisieren ist der japanische Yen. Besonders wenn man dann den US-Dollar plant, gegen den japanischen Yen zu handeln, scheint hier durch das Unterschreiten dieser ehemals Unterstützungslinie, das ist der Bereich um 106,80,
scheint der Vorteil jetzt auch technisch auf die Short-Seite geswitcht zu sein. Aktiviertes Kursziel sind die sogenannten Flash-Crash-Tiefs hier aus dem Januar. Das ist der Bereich um 105 ungefähr als erstes Kursziel auf der Unterseite, wobei natürlich weiterhin auch das Squeeze-Potenzial berücksichtigt werden sollte, welches dort der Zinsmarkt beinhaltet und die Korrelation, die positive Korrelation, die wir haben zwischen dem Dollar-Yen und 10-jährigen US-Zinsen. Solange die unter Druck bleiben, sollte auch Dollar-Yen unter Druck bleiben. Und ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, was wohl passiert aus handelstechnischer Perspektive, wenn eine weitere Exportnation namens Japan sich plötzlich mit einem stark aufwertenden japanischen Yen konfrontiert sieht, der sich in dem Bereich bis 100 entwickelt. Denn dann könnte ich mir vorstellen, dann werden die kleinen Intermezzi, die Herr Donald Trump mit Shinzo Abe hatte in der jüngeren Vergangenheit, und die kleinen Golf-Sessions und das immer wieder betonen, was für ein toller Freund er ist, und das erste Mal in seinem Leben, dass er mit ihm gemeinsam einen Sumo Ringkampf sich hat anschauen dürfen und dergleichen. Ich glaube, dann könnte das relativ zügig weichen, denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die japanische Notenbank alles dafür getan hat, den japanischen Yen zum US-Dollar oder den Dollar-Yen-Kurs oberhalb von 100 zu halten. Also das heißt, den japanischen Yen künstlich dann auch zu schwächen in diesem Bereich. Sollte so etwas vorfallen, dann wird es sicherlich sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie sich diese Entwicklung hier mit Japan und den USA entwickelt. Aber Fakt ist, bis dahin ist es noch ein relativ weiter Weg. Ich denke aber, der kann zügig beschritten werden, besonders wenn die Risikoaversion hoch bleibt. Vor dem Hintergrund einer sich expansiv zeigenden, eventuell zeitnah expansiver präsentierenden australische Notenbank ist natürlich auch zu sagen, Austral-Dollar, japanischer Yen ist ebenfalls ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöne Überlegung. Da könnten wir vielleicht auch mal einen Chart dann mit einfließen lassen. Ich sehe es gerade hier in meiner Betrachtung. Ich hatte gestern den Aussie zum US-Dollar hier auf Weekly-Basis eingepflegt, aber leider habe ich nicht den Dollar, den Austral-Dollar zum japanischen Yen. Das verschieben wir dann vielleicht mal auf morgen. Dann können wir den nochmal auch technisch einfangen. Da gab es auch durch jetzt diese Überraschungszinssenkung der RBNZ, gab es natürlich einen scharfen Push auf der Unterseite, auch im Austral-Dollar. Eigentlich hat Neuseeland und Australien, ja, geografisch vielleicht ein bisschen was zu tun, aber in Summe dann nicht so viel, möchte ich mal sagen. Nichtsdestotrotz ist das ein klassisches sogenanntes Risk-Off, Risk-On, Risk-Off Currency-Pair. Also das heißt ein Währungspaar, welches diese Modi am Markt recht schön abbildet und aus der Perspektive auch sehr attraktiv ist. Also wie gesagt, japanischer Yen sollte im Währungsbereich auf jeden Fall so ein bisschen das Gebot der Stunde bleiben. Und jetzt fällt mir gerade auf, Asche auf mein Haupt, wir haben das übergeordnete Kursziel um 1500 im Gold abgearbeitet. Da sind wir gestern auch in diesem Bereich vorgestoßen. Und da wird es ab kommender Woche Montag auf jeden Fall sehr interessant. Da laufen wir nämlich in ein bullisches saisonales Muster, welches wir auch thematisieren wollen. Auch hier sind wir sehr stark überdehnt. Leider ist es zu diesem Rücksetzer in Richtung dieser 1360er-Region nicht gekommen nach der Fed, auch wenn es zunächst danach ausschaute, aber Trump hatte was dagegen. Es ist weiterhin damit zu rechnen. Ich gehe fest davon aus, dass Gold weiteres Aufwertungspotenzial hat. Also, dass wir hier noch nicht das Ende der Fahnenstange gesehen haben, sondern ich glaube, wenn man das Bild ganz übergeordnet betrachtet und dann ein steigendes Dreieck hier zeichnet im Wochenchart, da hatte ich mal ein Kursziel projiziert auf der Oberseite von 1700 US-Dollar pro Feinunze, also rein technisch erstmal. Da sieht man, dass auch aus der Perspektive nach oben noch einiges an Luft ist und dass das jetzt aktuell weiterhin auch ganz klar die Devise ist, buy the dip. Also anders formuliert, sollte es zu einer Korrekturbewegung kommen in Gold, die allerdings voraussetzt, dass es erstmal zu einer weiteren Stabilisierung kommt, und dieser Burgfrieden, ich glaube nicht, dass der lange gegeben ist, aber sollte es zum Rücksetzer kommen, ist der Bereich um 1445, 1450 US-Dollar pro Feinunze in Gold auf jeden Fall in meinen Augen ein potenziell attraktiver Long-Trigger. So, ja, das wäre es erstmal zu meinen Ausführungen gewesen. Ich schaue es mal kurz hier in die Chatbox. Hat sich eine Frage ergeben? Nein, ich kann hier keine Frage sehen. Dann wäre es das meinerseits zunächst einmal gewesen. Dann hoffe ich, dass ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading für heute. Wie gesagt, seid auf der Hut. Habt Twitter. Ja, ich habe letztens meiner Mutter einen Link geschickt zu einem lustigen Video, weil sie mir auch ab und an lustige Videos schickt, und das war ein Twitter-Link, ja, und dann sagte sie, da bin ich ja gar nicht registriert, es ist kostenlos. Also das heißt, etwas anders formuliert, wenn ihr euch bei Twitter registriert, dann habt ihr die Möglichkeit, wirklich der Weltpolitik mittlerweile zu folgen. Dafür braucht ihr kein Reuters, kein Bloomberg, kein sonstigen Newsfeed, ihr braucht im Grunde genommen nur den Twitter-Feed von einem gewissen Donald Trump.
@RealDonaldTrump heißt der Mann bei Twitter. Also empfehlenswert, ja. Und jegliche Schwankungen am Markt, da sollte man erstmal checken, ob nicht in irgendeiner Form irgendein Tweet über den Ether gelaufen ist. Und wie gesagt, ist kostenlos. Dafür muss man keine Tausende von Dollar pro Monat für einen Bloomberg Terminal oder sonst dergleichen auf den Tisch legen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich den zuzulegen als Trader. So, das wäre es meinerseits gewesen. Also, wir hören uns morgen wieder um 8:30 Uhr. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Und ja, soweit meinerseits. Also, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.